Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer F1 Manager 2024 Porsche Racing Karriere. Wir sind angekommen beim 17. Rennen, es ist Aserbaidschan, welches ansteht und wir wollen heute natürlich hier ein erfolgreiches Qualifying sehen. Wenn euch das Projekt nach wie vor gefallen sollte, lasst gerne auch heute wieder einen Daumen nach oben da, gerne den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren und sehr, sehr gerne auch ein paar Kommentare da lassen mit Tipps, mit Verbesserungsvorschlägen oder auch einfach sonst irgendwelche Kommentare im Sinne des YouTube-Algorithmuses. Gestern kam noch ein sehr, sehr geiles Video online, wo ich euch 8 Teams für eure FC25-Karriere vorgestellt habe. Solltet ihr das verpasst haben, gerne da vorbeischauen und morgen geht es dann natürlich ganz normal weiter mit der HSV-Karriere. Jetzt starten wir aber erstmal rein ins Qualifying hier auf, ja, doch einer ziemlichen Highspeed-Strecke mit dieser ewig langen Geraden. Ich hoffe, dass das unserem Auto ganz gut liegt und wir werden einfach mal gucken, wie sehr es unserem Auto liegt. Mick Schumacher mit seiner ersten Runde zwischenzeitlich auf Platz 8, wird dann jetzt hier allerdings noch verdrängt von... Ich weiß gar nicht, wer es war, der da ihn nach hinten schiebt, aber auch Iwasa schiebt ihn nach hinten, noch der auf Platz 8 gelandet nach seinem ersten Run. Zwischenzeitlich dann nur noch 13. und 14. und die letzte Runde, da haben sich beide nicht verbessert, deshalb habe ich beide Runden abgebrochen. Wir sind in die Box gegangen und haben uns auf Q2 konzentriert, wo wir dann auch wieder am Start waren. Und da mit ziemlich geilen Leistungen, muss man sagen. Die erste Runde von Mick Schumacher war schon ziemlich stabil. Ja, das war schon mal deutlich schneller als noch in Q1. Und die von Iwasa ist noch schneller. Auch davon profitiert, dass er auf der gesamten Geraden hinter Max Verstappen hinterhergefahren ist und somit im Windschatten komplett, ja, einfach sich verbessern konnte. Im zweiten Stint wurde es dann keine Verbesserung für beide. Iwasa knapp an Q3 gescheitert auf Platz 11. Der 11. Platz ist natürlich super. Für Mick Schumacher ist es allerdings nur Startplatz 15. Das ist nicht ganz so großartig, aber das passt auch schon, glaube ich. Ja, in Aserbaidschan schon immer so ein Rennen. Da kann es mal ein bisschen nach vorne gehen durch ein paar, ja, kuriose Crashes oder so, also Safety Car, rote Flaggen oder sonstiges auf jeden Fall möglich. Regen haben wir hier heute nicht zu erwarten, also der wird keine Rolle spielen. Ich weiß gar nicht, gab es jemals einen Aserbaidschan Grand Prix, wo es geregnet hat? Kann ich mich persönlich nicht daran erinnern und deshalb bin ich sehr gespannt. Fakt ist natürlich auch, du kannst hier eigentlich ziemlich gut überholen, vielleicht deshalb auch eine Boxenstrategie mit vielen Stops eine Option. Wir werden uns allerdings für die 2-Stop entscheiden und zwar bei Iwasa fahren wir Medium Soft Soft und bei Mick Soft Soft Medium. Damit gehen wir rein ins Rennen. Ich bin heiß drauf und hoffe, dass wir vielleicht glücklich Punkte hier heute mitnehmen. Da kommen die 5 roten Lichter für das 17. Rennen der Saison und es geht rein. Auf geht es. Von der 11 eine super Startposition für Iwasa. Mick leider nur auf der 15. Ich bin gespannt, was wir heute reißen können. Geht es tatsächlich ein erstes Mal Richtung Punkte? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, aber Aserbaidschan kann gut und gerne auch mal ein echtes Chaosrennen sein. Und währenddessen zieht Iwasa hier auch gleich mal die ersten 2 Positionen an sich. Sehr, sehr guter Start, sowohl Tsunoda als auch Alonso lässt er hinter sich. Also der Japaner, er ist schon wieder am Fliegen. Währenddessen hat Mick Schumacher hinten eher ein paar Probleme. Der versucht da zwar an Albon vorbeizukommen, schafft das wohl aber noch nicht. Ja, und ich bin sehr gespannt auf dieses Rennen, denn Aserbaidschan, da kann immer viel passieren. Strategisch splitten wir heute mal wieder, beide fahren aber eine Medium-Soft-Soft, nur dass halt Schumacher eine Soft-Soft-Medium fährt und die Vase auf dem Medium startet und somit Medium-Soft-Soft fährt. Wir schauen mal, was die bessere Strategie ist. Schumacher hat dadurch natürlich die Möglichkeit zu undercutten und hat jetzt auch einen guten Angriff da gewagt gegen Albon. Und wird den hier auch vor der Wall of Champions, vor der I Am Stupid Wall, so heißt sie natürlich, durchziehen. Sehr, sehr eng. Zu zweit dadurch geht in meinen Augen in der Realität nicht. Aber ja, hier geht es scheinbar. Und dann gucken wir doch mal, ob Mick Schumacher vielleicht auf der Geraden, nein, nicht Mick Schumacher, sondern Iwasa, gegen Lewis Hamilton was machen kann. Er ist auf jeden Fall dran. DRS ist noch nicht freigegeben. Aber ja, noch so eine Position mitnehmen, das wäre natürlich eine geile Nummer. Müssen natürlich gleich ein bisschen auf die Reifen auch achten. Die werden nämlich ziemlich schnell, ziemlich heiß und ich glaube auch absolutes Thema wird hier ERS-Management. Einfach aufgrund dieser ewig langen Geraden.
vom restlichen Bereich kann man eigentlich ziemlich gut managen in meinen Augen. Aber vor allem hier ist es schon definitiv schwierig. Motortemperaturen könnten auch ein Thema werden. Das hat man schon im Training bei uns gesehen, dass wir da doch relativ doll dazu neigen, bei Zunahmen auffahren auf den Vordermann, ja, sehr, sehr schnell den Motor überhitzen zu lassen. Das ist auf jeden Fall Thema. Wir gucken auch mal auf die Reifen der anderen. Die meisten auf dem Soft, Russell beispielsweise auch auf dem Medium, weiter hinten noch zwei auf dem Medium und Alonso der einzige, der auf Hard startet. Und jetzt können wir hier mal bei Iwasa und Hamilton reingucken. Das wird nämlich eine enge Nummer. Hamilton setzt sich durch. Wir schalten auf Standard und gucken mal, wie es weitergeht. Reifentemperaturen sind heiß, ist aber okay. Erster Stint soll sowieso ein bisschen gepusht werden. Und währenddessen verliert Schumacher seine Position wieder an Albon. Also bei ihm leider nicht ein solcher Raketenstart wie bei Iwasa. Realistisch gesehen wird der Japaner jetzt aber auch die nächsten Runden durchgereicht. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt, aber wir kennen das ja schon. Es ist so dumm. Es ist einfach nur dumm. Es kann doch nicht sein, als würde die KI in der ersten Runde Überholen gar nicht benutzen. Sobald wir Überholen ausstellen, sind wir das schlechteste Team gefühlt. Also der Abstand ist einfach zu krass. Die Performance kann nicht so doll vom ERS einfach abhängen. Das ist dämlich. Also das bekannte Spiel, wir sind nicht schnell genug für die Top 6 Teams. Ja, alles gut und schön, aber wieso kannst du denn die erste Runde komplett mitfahren, nur damit du danach komplett durchgereicht wirst? Also, wie gesagt, ist diese Abhängigkeit vom ERS einfach viel zu groß. Das ist nicht realistisch. So, auch Daddy Stroll Racing geht dann an Iwasa vorbei. Dann fehlt jetzt nur noch Ricciardo. Und dann sind wir wieder auf unserem wunderbaren 13. Platz. Kaum habe ich es ausgesprochen, schon ist es passiert. Ricciardo ist vorbei. Wir werden wieder 13. werden. Ey, das ist echt... Dieses Auf-der-Stelle-Treten, es ist schon echt frustrierend. Gar nicht mitbekommen, gab auch keine Wiederholungen. Mick Schumacher hat komplett Stress, hat jetzt sogar noch zwei weitere Positionen verloren. Also der war ja 15. Und ja, scheinbar beide Haas vorbeigegangen, wie es aussieht. Die pushen den Reifen aber auch ein bisschen mehr als Mick. Ja, ich versuche jetzt gerade mal die Reifentemperatur ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Führt dazu, dass wir jetzt völlig fernab von jeglicher Pace sind. Und auch der Haas schneller ist als unser Auto. Also, ja, es macht wenig Spaß, muss man einfach sagen. Mick Schumacher mittlerweile auf Platz 18. Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum wir den ersten Stint mitmachen. Wir könnten auch einfach in der Box warten, bis der erste Stint vorbei ist. Weil wir sind gefühlt immer letzter nach dem ersten Stint. Und dann holen wir halt im zweiten und dritten wieder auf. Aber der erste Stint ist einfach nur Quatsch, wie jedes Mal. Es ist so langweilig. Beide Fahrer scheinen jetzt dann wenigstens, aber dadurch, dass wir die Reifentemperaturen wieder ein bisschen runterbekommen haben, wieder mehr Möglichkeiten zu haben. Ocon wird von Schumacher gekontert und auch Iwasa ist mit Hülkenberg am Fighten. Ja, und jetzt seht ihr das mal, was ich meinte. Wir haben extrem heißen Motor, obwohl wir nicht pushen. Ne? Wir pushen nicht und das ist nicht geil. Deshalb werde ich jetzt mal eine Sache sagen, die ich selten gesagt habe. Albon überholt Iwasa. Albon war hinter Iwasa. Ah ja, doch, klar, war er. Ja, aber ist mir gerade nicht so wichtig, was auf der Strecke passiert. Ich sag beiden, sie sollen in sauberer Luft fahren. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das jetzt darstellt. Also ob sie jetzt komplett krank ihren Vordermann einfach immer wegfahren lassen. Aber grundsätzlich saubere Luft heißt ja schon, so eine Sekunde Abstand zu haben. Nach vorne hin. Einfach, um jetzt halt die Motortemperaturen im Griff zu haben. Weil wir haben es schon häufig genug gesehen, dass die Motortemperatur in jedem Falle davon abhängig ist, wie wir, oder anders gesagt, die Performance ist abhängig von der Motortemperatur. Entsprechend ist das ein Thema, was ich jetzt in den Griff bekommen möchte. Ich hoffe, uns gelingt das irgendwie. Reifen sehen mittlerweile wieder ganz gut aus. Da können wir vielleicht dafür ein bisschen mehr raufgeben. Aber klar, die Motortemperatur ist hier heute ein Thema. Und wir haben den ersten Boxenstopp sehr, sehr früh. Esteban Ocon kommt rein von Soft auf Soft. Das riecht nach, naja, 3-Stop. Das Schöne ist an dieser klaren Performance-Aufteilung, uns läuft absolut nichts weg, weil weder Albon noch Hülkenberg sind schnell genug, um wirklich langfristig Iwasa davon zu fahren. Noch ist irgendwas weiteres als Platz 13 realistisch gesehen drin. Seien hier passiert ein absolutes Chaosrennen. Deshalb mache ich mir jetzt nicht so viel Stress. Wir gucken lieber, dass wir unser Auto halbwegs beisammen halten, werden unsere Strategie durchfahren. Und am Ende wird sowieso auf den letzten Stint ankommen. Wie so häufig. Auch Max Verstappen war vorne schon drin. Von Soft holt der jetzt im Medium ab. Auch relativ früh. Aber der wird niemals eine 3-Stop fahren. Also ich denke bei ihm dann eher eine 2-Stop.
jetzt Medium und dann später vielleicht nochmal Soft. Oder sogar der harte Reifen. Das war auch eine Strategie, die auf jeden Fall möglich war. Und da der ja natürlich in Q3 am Start war, weiß ich nicht, ob der genug Soft-Reifen zur Verfügung stehen hat. Entsprechend ja, ist das auf jeden Fall ein Thema bei ihm, auch der harte Reifen. So, und jetzt wird es interessant, denn Hülkenberg mit dem Undercut gegenüber Albon wahrscheinlich, also die sind ja gerade im Duell gewesen, holt sich den Soft-Up, hat ein Boxenproblem. Das wiederum werden wir dann gleich nutzen können. Wobei, ne, wir haben Iwasa auf dem Medium. Iwasa ist dann kein Thema, aber Mick könnte man jetzt reinholen. Wir haben halt eigentlich noch bessere Reifen als die. Und wir haben sowieso schon den Undercut kassiert. Dann können wir auch noch weiterfahren. Magnussen hat ja bodenlos schlechte Reifen. Wir bleiben bei unserer Strategie, weil ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt hier 2-Stop oder 3-Stop fahren. Ihr kennt meine Regel grundsätzlich, glaube ich, immer, je mehr Stops, desto schneller in diesem Spiel. Und gerade auf so einer Strecke wie hier, wo Überholen auch wirklich kein Thema ist, bin ich eigentlich überzeugt davon, dass es so ist. Aber wir haben uns für eine Strategie entschieden und die möchte ich beibehalten. Ja, Reifen überhitzen, Motor überhitzt, es überhitzt alles, obwohl wir schon in freier Luft fahren. Ja, ist ein bisschen schwierig heute, aber so ist es. So, Sargent verliert eine weitere Position, jetzt dann, Sargent, Mick verliert eine weitere Position und zwar gegen Sargent. Ja, kann ich jetzt auch nicht so mega viel zu sagen. Ist halt wie es ist, geht an der Geraden einfach vorbei, ist nicht so mega wild, nicht so mega interessant. Stattdessen Boxenstops, Magnussen auch von Soft auf Soft, Bottas von Soft auf Soft, also die scheinen sich da hinten mal wieder sehr einig zu sein, was die Strategie angeht. Uns könnte wiederum ja auch absolut ein Safety Car in die Karten spielen, je nachdem, wenn es dann halt zum richtigen Zeitpunkt kommt. Auch Albon ist drin, wird sich auch nach dem ersten Soft den zweiten Soft abholen. Bei Mick dauert es jetzt auch nicht mehr ewig, aber ein paar Runden hat er noch. So, Mick kommt rein für seinen ersten Boxenstopp, hat Sargent gerade noch irgendwo überholt. Gab wieder mal keine Wiederholung. Ja, und wir werden jetzt also den Soft-Reifen abholen. Sargent, der auf dem Medium gestartet ist, holt sich auch den Soft ab. Der ist auf Medium gestartet oder nicht? Ja, Medium bei ihm gewesen. Ja, es war kein perfekter Boxenstopp, 2,8 angeblich. Hat sich irgendwie länger angehört oder der von Sargent war einfach nur verdammt, verdammt gut. Ja, damit der erste Boxenstopp bei ihm schon mal gelungen. Und da jetzt hier erstmal ein bisschen freie Luft ist, können wir ihm auch sagen, er braucht nicht mehr in freier Luft zu fahren. Reifen einmal warm pushen. Ja, Benzin haben wir irgendwie noch gar nichts wiederbekommen. Aber es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass der Motor so verdammt heiß ist nach wie vor. Gucken wir mal, wie es weitergeht bezüglich diesem Thema. Und ansonsten, ja, warten wir erstmal ab. Guanyu ist jetzt dann drin. Er auf Medium gestartet, genauso wie Sargent. Und für ihn wird es der Soft-Reifen. Also die eher Richtung Strategie von Iwasa. Aber, ja, weiß nicht. Fahren die 2-Stop? Fahren die vielleicht doch 3-Stop? Also sie sind schon ein paar Runden früher drin, ne? Also das muss man schon sagen. Währenddessen lässt sich Mick Schumacher erstmal wieder von Sargent überholen. Ja, aber es ist halt wie es ist, ne? Wir fahren hier rum, alles gut und schön. Es wird am Ende eh wieder alles im letzten Stint entschieden. Außerdem kann Mick Schumacher diesen Angriff von Sargent dann auch wenig später wieder kontern. Schöner Move in die erste Kurve hinein. Hülkenberg hat mittlerweile einen ganzen Boxenstopp rausgefahren. Auf Iwasa, das ist krass. Ist das ein Problem? Überlege ich gerade. Wenn der jetzt erstmal dabei ist, fortzufahren. Nicht wirklich, oder? Ein großes Problem ist es nicht. Mick überholt Gasly. Schauen wir uns mal kurz an, wie er da wieder einmal auf Startziel vorbeizieht. Gleich nicht so spektakulär. Gleichzeitig Hülkenberg an Iwasa vorbeigegangen. Ist das ein Problem, frage ich mich gerade. Er kann halt jetzt ein bisschen davonfahren. Ich finde schon, dass es ein gewisses Problem ist. Aber wir haben auch jetzt optimales Boxenstopp-Fenster. Das passt ja super. Und dann können wir ihn jetzt auch reinholen. Das ist top. Und dann machen wir das auch. Und sagen auch mal ihm, in sauberer Luft fahren brauchst du nicht mehr für einen zweiten Stint. Haben wir jetzt genug probiert. Bringt nicht so richtig viel, muss man leider sagen. Ich weiß nicht, wie wir den Motor in den Griff bekommen wollen. Und vor allem auf Benzin. Das wird ein Thema werden hier heute. Naja, wir gucken jetzt erstmal auf den Boxenstopp. Hülkenberg jetzt auch drin. Okay, guck mal, der hat einen Boxenstopp zwar rausgefahren, aber muss genau in der gleichen Runde wieder rein. Also so richtig viel hat zu ihm nicht gebracht. Ist interessant, aber der hat jetzt wirklich einen Boxenstopp mehr. Und ab jetzt sind sie höchstwahrscheinlich auf sehr ähnlicher Strategie unterwegs. Gucken wir mal, welchen Reifen sich Hülkenberg auch abholt. Soft. Aber der muss nochmal auf dem Medium auf jeden Fall.
Und die Vase wird zweimal soft fahren. Kein perfekter Stop, aber alles okay. Das wird ein interessantes Duell um Platz 13. Und dann hast du auch noch einen Albon. Was ist sein Plan? Ja, der wird noch ein paar Runden fahren. Also, der fährt so ein bisschen anders als Hülkenberg. Wundert mich ehrlich gesagt, ob das Hülkenberg jetzt reinkam. Hatte ich nicht mit gerechnet. Naja, aber ist erstmal so. Nehmen wir so hin, Reifen warm machen und dann, ja, mal gucken, was gegen Hülkenberg so geht. Währenddessen macht Mick weiter Plätze gut, geht auch am zweiten Alpine von Ocon jetzt dann vorbei. Und hinter ihm ist es Sargent, der damit durchgeht. Ja, muss ja eigentlich Sargent sein. Sargent ist nicht nur mit vorbei an Ocon gegangen, sondern auch vorbei an Mick gegangen. Das ist ein bisschen bitter. Gasly holt sich nach Soft jetzt im Medium ab. Und ich denke, dann wird er nochmal auf den Soft gehen. So zumindest kann ich es mir gut vorstellen. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem Benzin machen. Ein bisschen sollten wir das schon mal jetzt langsam sparen, muss man ganz ehrlich sagen. Auch Ocon an der Box für seinen zweiten Boxenstopp. Wie beim Teamkollegen wird es der Medium. Wie war es gerade an Guan Yu Zhou vorbeigegangen. Und jetzt auch direkt dran an Valtteri Bottas. Bleiben wir mal drauf. Muss zwar ein bisschen Benzin sparen, reicht aber trotzdem aufgrund des sehr großen Reifenvorteils. Also der ist ja wirklich riesig. Völlig abgelutschte Reifen da bei Valtteri. Oh, der aber trotzdem dagegen halten kann, gefällt mir jetzt gar nicht mal so gut. Aber jetzt außen da hat er eigentlich keine Chance, so sieht es aus. Ist vorbei, Abstand zu Hülkenberg, mittlerweile 4 Sekunden. Alles okay, denn wir haben, glaube ich, den Reifen auf unserer Seite. Also wenn Hülkenberg, wie ich es vermute, jetzt nochmal ein weiteres Mal in die Box kommt und sich den Medium abholt, dann haben wir den Reifen auf unserer Seite. Darauf setze ich aktuell. Okay, und auf Spahn scheint das wirklich was zu bringen mit der Temperatur auch. Also die geht ja plötzlich extrem nach unten. Das ist nice. Also dann werden wir auf jeden Fall auch mal häufiger Spahn fahren. Und das scheint ja wirklich ein Thema zu sein. Ich glaube, ich werde dann immer dann Spahn fahren, wenn wir gerade, also nicht mehr Spahn fahren, wenn wir gerade nicht mehr im Roten sind. Gucken wir mal, wie ich das mache. Ja, war klar, Bottas musste dann jetzt auch bald mal reinkommen für seinen zweiten Boxenstopp und holt sich auch den Medium. Mick wurde mittlerweile von Hülkenberg überholt, leider ohne ihn wirklich aufhalten zu können. Stattdessen holt er sich jetzt aber Sargent. Ja, mal wieder stehen sich die beiden jetzt dann selbst im Weg. Ist halt schwierig, weil beide sind im zweiten Stint, aber eigentlich ist der Reifenvorteil klar und der ist auf Seiten Ivasas, weshalb wir da gleich mal die Teamorder geltend machen müssen, sobald wir Ivasa im DRS-Fenster haben. Ist jetzt noch nicht der Fall, aber es wird nicht mehr lange dauern. Wobei, könnte auch jetzt schon sein. Kriegt er das DRS schon, wenn er DRS hat? Oh, Sargent geht an die Box. Das ist, ja, okay, glaube ich, für uns. Heißt erstmal nichts. Er holt sich jetzt dann ja auch schon den. Ist das schon sein zweiter Stop? Ne, es ist sein zweiter Stop, ne? Ja, zweiter Stop ist es für ihn. So, und jetzt muss ich mir überlegen, machen wir es hier schon? Kriegt er es noch hin? Kriegt er es noch hin? Kriegt er es noch hin? Ja, kriegt er noch hin. Sehr gut. Sehr gut gemacht von Mick. Da kann man ein Lob aussprechen. Das war sehr fair. Sehr gut Platz gemacht. So wollte ich das haben. Jetzt ist die Vasa mit etwas überhitzendem Motor vorne, hat aber dafür freie Luft. Soll auf jeden Fall pushen. Mick soll versuchen ein bisschen zu sparen, um ihn da jetzt nicht zu krass aufzufahren. Reifen passen soweit bei beiden. Ich will einfach, dass beide jetzt nicht fighten. Ich sage Mick einfach, er soll nicht gegen ihn kämpfen. Sonst wird er nämlich gleich wieder angreifen, das sehe ich schon. Und das brauchen wir gerade nicht, das brauchen wir nicht. Aber ich kann mir einfach sagen, fahren freier Luft. Weil dann hält er wieder so ein bisschen Sicherheitsabstand, das sollte dann ganz gut passen. Dann spart er auch ein bisschen die Ressourcen. Damit bin ich dann zufrieden. Kevin war hinten ein drittes Mal an der Box. Das sollte dann jetzt auch der letzte gewesen sein. Holt sich den Medium ab, okay. Also da sehen wir schon den ersten Mann, der hier die 3-Stop fährt. Wie gesagt, ich gehe eigentlich... Ah nee, das war sein zweiter erst. Warte mal, da muss ich mal kurz nachgucken. Was hat der gemacht? Soft und dann jetzt Medium. Fährt er das durch? Kann er das durchfahren? Sargent war wohl gerade drin, oder? Nee, Sargent hatten wir eben noch gesehen, dass er drin war, aber ich hatte nicht auf die Reifen geguckt, denn der hat einen harten Reifen plötzlich. Der könnte auf jeden Fall durchfahren. Kann man mit Medium jetzt schon durchfahren? Oh, weiß ich nicht. Medium wird, glaube ich, schon hart. Also machbar ist es, glaube ich, aber
Es wird hart. Hülkenberg und Albon gerade am Fighten, ist ganz gut für uns. Denn die nehmen sich so gegenseitig Zeit gegen uns weg, mehr oder weniger, weil die fahren ja beide, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, 3-Stop-Strategie. Und wir auf der 2-Stop haben absolut nur Vorteile davon, wenn die gegeneinander fighten. Albon jetzt auch drin, der hatte keine Lust mehr auf die Fights, die haben uns nämlich richtig viele Sekunden gegeben. Holt sich jetzt für den letzten Stint den Soft-Reifen ab, den Medium-Reifen. Und ja, damit ist Hülkenberg jetzt alleine. Ich bin gespannt, ob der gleich auf den Undercut reagiert. Muss er eigentlich, denn auch sein Reifen dürfte nicht mehr so richtig gut sein. Gucken wir so hinten auch noch drin, gucken wir sofort drauf. Ja, 32%, der muss auf jeden Fall reinkommen. So, was hat Guanyesu noch gemacht? Der holt sich den Soft-Reifen ab, da schaue ich mal schnell rein, wie ist der jetzt gefahren? Medium, Soft, Soft, also der ist jetzt erst zum zweiten Mal in der Box gewesen. Das ist natürlich auch interessant, also da haben wir dann tatsächlich auch jemanden, der die 2-Stop auf jeden Fall fährt. Magnussen könnte die auffahren und wie gesagt, Sargent wäre durchaus möglich. Gucken wir mal auf deren Reifenverschleiß, 85%, 90%, ja, kann beides gehen, hätte ich gesagt. Und 20 Runden auf dem Soft geht auch, oder? Oder muss der nochmal rein? Ah, das könnte auch sein, dass der nochmal reinkommt. Ich glaube, der kommt nochmal rein. Ja, der muss eigentlich nochmal rein, ne? Weil wir sind jetzt schon noch ein paar Runden von unserem Boxenstopp auf den letzten Soft-Reifen bei Iwasa entfernt. Ja, ich glaube, Guanyesu wird auf jeden Fall 3-Stop noch fahren. So, dann hoffe ich jetzt fast schon, dass Hülkenberg an die Box abbiegt. Sieht aber so aus, oder? Fährt er rein? Ja, er fährt rein. Gut, weil wir waren nur noch 2 Sekunden dahinter. Und dann wäre er uns irgendwann nur noch im Weg gestanden. Sieht gut für uns aus aktuell. Also ich bin ganz guter Dinge, dass das klappt. Klar, die fahren jetzt nochmal einen Undercut gegen uns. Aber die fahren auch auf dem Medium den Undercut. Sowohl Albon als auch Hülkenberg jetzt dann. Und wir werden jetzt noch ein paar gute Runden auf dem Softreifen fahren können. Und dann holen wir uns einen frischen Soft ab und frischer Soft im letzten Stint. Ja, das ist eigentlich immer ziemlich overpowered. Boah, wow, guck mal einer an. Der Undercut von Albon, der hat richtig was gebracht. Um ein Haar wäre Hülkenberg sogar noch hinter Sargent zurückgefallen. Das wäre richtig schlecht gewesen für ihn. 2 Sekunden Abstand. Ich hoffe, dass die beiden gleich wieder miteinander fighten werden. Also Albon und Hülkenberg. Denn dann, ja, dann wird es noch leichter für uns Platz 13 wieder nach Hause zu holen. Was für Mick drin ist, kann ich ehrlich gesagt aktuell noch gar nicht einschätzen. Aber da werden wir einfach die Strategie durchziehen und dann gucken, was passiert. Ja, ich hatte gerade, war gerade ganz kurz davor, Mick in dieser Runde reinzuholen. Hab mich jetzt doch dagegen entschieden und werde ihn noch ein bisschen draußen lassen, denn wir können ihn noch ein bisschen taktisch auch einsetzen gegen Albon und gegen Hülkenberg. Denn die sind jetzt nah dran und ich werde ihm jetzt mal immer verteidigen geben. Ich habe auf immer verteidigen immer das Gefühl, dass die einfach stehen bleiben fast und einfach gar nichts mehr machen. Aber ich werde ihm das jetzt auf jeden Fall nochmal an die Hand geben und dann soll er hier nochmal Druck machen und halt alles Mögliche geben, um irgendwie noch davor zu bleiben. Das wäre auf jeden Fall ganz nice, wenn er ja somit Albon und auch Hülkenberg ein bisschen nerven kann, ein bisschen im Verkehr stehen lassen kann. Das wäre sehr, sehr hilfreich für Iwasa. Ich glaube zwar, dass Iwasa es auch ohne die Hilfe hinbekommt, aber ja, ob er jetzt eine Runde früher oder später reinkommt, macht, glaube ich, den Braten nicht fett. Und das hier reicht schon. Das hier reicht jetzt schon, weil jetzt könnte ich schon im Mittelsektor, ab hier könnte ich schon nicht mehr Vollgas fahren. Das ist jetzt schon, jetzt hat er den schon eine halbe Sekunde genommen, hätte ich fast gesagt. Also noch nicht ganz, aber das stört ihn jetzt schon. Ja? Und ihr wisst es ja auch, Temperaturen extrem davon abhängig hier auf dieser Strecke, ob man ein Auto vor sich hat oder nicht. Und das ist schon verdammt hilfreich, was jetzt Mick Schumacher hier macht. Und deshalb werden wir mal gucken, ob wir sie noch eine Runde ärgern können. Wenn nicht, dann holen wir ihn rein. Aber wenn doch, dann ist es doppelt gut. Gucken wir einfach mal rauf. Und ja, Iwasa wird sich freuen. Das ist sehr, sehr gutes Teamwork hier von Mick Schumacher. Um dann die Position des Teamkollegen zu festigen, kann man sagen, unnötig auf diesen Positionen. Aber es ist, wie es ist. Wir machen das jetzt so. Und ganz ehrlich, er hat sein Soll erfüllt. Er hat ihn nämlich jetzt genug aufgehalten, genug geärgert. Also, habe ich beim richtigen Boxenstopp gemacht? Ja doch, bei ihm habe ich Boxenstopp gemacht. Ja, er kann jetzt reinkommen. Und eine Runde später wird dann auch Iwasa an die Box gehen. Ich hoffe, es gibt jetzt hier keinen Crash. Nee, das kriegen sie dann noch, doch noch gelöst. Wir holen ihn rein, denn er hat es einfach schon geschafft, dass die beiden nah beieinander sind.
Im Mittelsektor hat er sie ein bisschen aufgehalten und das reicht jetzt, weil die werden sich jetzt gegenseitig so ein bisschen zerfleischen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und deshalb, ja, war das schon mal ein sehr, sehr guter Job von Mick. Jetzt holt er sich dann nochmal den Medium für den letzten Stint ab. Und dann bin ich mal gespannt, was er noch holen kann. Also die beiden Alpinen zu 100%, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Die werden aber auch nochmal reinkommen müssen. Bottas kann ich mir auch vorstellen. Sergeant, ja, wahrscheinlich so Richtung Sergeant kann es für ihn auf jeden Fall nochmal gehen. Ich bin gespannt, wir gucken uns das Ganze an. Und holen jetzt erstmal Iwasa an die Box. Mittlerweile sind es nur noch 7 Sekunden Vorsprung, die Iwasa auf Albon und Hülkenberg hat. Alles kein Thema, das wird man nämlich wieder rausfahren können auf dem Softreifen. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Also holen wir den guten Mann an die Box und gucken mal, ob das dann auch noch erfolgreich wird. Hier dieser letzte Boxenstopp vor uns und da habt ihr schon gesehen, Albon und Hülkenberg am Fighten. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Frischer Softreifen, den er jetzt sogar noch ein bisschen pushen kann. Ich glaube, da hatten wir uns extra noch so ein bisschen Puffer gelassen. Vor Sergeant wäre gut. Oh, klappt leider nicht. Den muss er ganz schnell überholen. Den muss er sofort überholen, wenn das geht. Auf kalten Reifen bin ich mal gespannt, ob er das hinbekommt. Das wäre ganz wichtig, wenn er da jetzt sofort vorbeigeht. Das ist jetzt ein taktisches Element, was ich nicht so im Kopf hatte, dass auch Williams jemanden hat, den sie vor uns schieben können. Ja, Digga, was ist das denn? Komm, Digga, zieh das doch einfach durch. Was soll denn die Kacke? Ah, ja, gut, das kostet Zeit. Das kostet unendlich viel Zeit. Währenddessen beginnt die Aufholjagd von Mick Schumacher. Gasly wird schon mal überholt. Aber ich glaube, Gasly muss, wie gesagt, nochmal in die Box. Also wenn Iwasa das jetzt nicht hinbekommt, dann fresse ich einen Besen. Digga, ist der irgendwie minder bemittelt? Ja, gut. Dann scheiß drauf. Dann ziehen wir das Auto einfach zurück. Nee, dann brauchen wir auch nicht weiterzufahren. Gasly ist jetzt an der Box, wie ich gesagt habe. Schaffst du es jetzt endlich mal, auf einem fucking Williams vorbeizukommen? Also gegen den Williams auf harten Reifen? Danke, Mann. Alter, was ein Vollidiot. Könnt schon wieder ausrasten, wenn ich sowas sehe. Ocon auch nochmal drin. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin wirklich eine Millisekunde davor, das Auto aus dem Rennen zurückzuziehen. Denn dieser Vollidiot von Iwasa schafft es nicht, auf dem frischesten aller... Es ist der frischeste Reifen im ganzen Feld. Und dieser Vollidiot lässt sich von Sergeant zurück überholen. Wir brauchen über Platz 13 nicht mehr reden. Iwasa ist ein riesen Loser. Also unfassbar, wir springen bis zum Ende. Ich habe gar keinen Bock mehr. Was ist das für ein Rennen? Es ist zum Kotzen sowas. Sergeant hat dann ein Nachsehen und geht freiwillig an die Box, weil Iwasa sonst zu dämlich gewesen wäre, ihn zu besiegen. Also auch der fährt eine 3-Stop. Ich habe gar keinen Bock mehr auf das Rennen. Es wird alles nach hinten losgehen. 2-Stop ist komplett beschissen gewesen. Ja, Mick Schumacher geht an Bottas vorbei. Juckt mich alles nicht mehr. Das ist kompletter Müll, was wir hier heute sehen. Ja, VSC, super, super. Das hilft uns extrem. Definitiv nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch irgendwie jemanden gibt, der wechseln muss. Herr Magnus muss noch wechseln. Ja, okay, der hat richtig Pech. Der ist gerade an der Box vorbeigefahren. Guan Yu Zhou mit dem Unfall in der ersten Kurve wahrscheinlich verbremst, würde ich mal tippen. Oh, ne. Keine Ahnung, das sind auch irgendwie komische Unfälle. Also die habe ich in der Realität noch nie gesehen. Schnelle, halbwegs schnelle Kurve und der verliert das Heck, ist sogar ausgeschieden dadurch natürlich, weil das Getriebe einen kompletten Schlag abbekommen hat, vielleicht hinten sogar die Achse gebrochen. Also für Magnussen ist es hilfreich, für Hülkenberg, der wird wahrscheinlich nochmal in die Box kommen tatsächlich und sich einen vierten Stop abholen. Das ist auch wild, hatte ich gar nicht so gesehen. Obwohl, die fahren durch. Damit fahren die eigentlich durch, aber vielleicht kommen sie auch rein. Das wäre auf jeden Fall interessant, da müssten wir fast auch nämlich reagieren. Abstand... Ja, nach dem ganzen Frust, der jetzt erstmal vorbei ist, ist jetzt auch nur noch bei 7 Sekunden. Nachdem Sergeant locker 5 Sekunden Iwasa geraubt hat, ist das zumindest, ganz nett. P3 ist erreicht, alles klar. Schumacher wird also aufs Podium fahren, wie es aussieht, wenn es hier noch unserem Renningenieur gibt. So, kommen die jetzt rein? Weil wenn die reinkommen, dann müssen wir reagieren. Das ist absolut safe. Ja, aber die fahren weiter, okay. Wir könnten eigentlich Mick reinholen. Hülkenberg fährt rein. Dann müssen wir eigentlich auch reinfahren, oder nicht? Weil der holt sich jetzt einen frischen Reifen ab. Und wenn wir das nicht auch machen, dann
dann ist das ziemlich lost. Dann ist das ehrlich gesagt ziemlich lost. Weil der wird jetzt den frischen Soft nochmal abholen und das wird gut sein. Ja, und wir werden auch Mick reinholen. Wir haben eh nichts zu verlieren. Wir haben eh nichts zu verlieren. Holen wir uns einfach das Ding nochmal ab. Passt schon. Wird schon passen. Solange das VSC halt lang genug hält. Das wäre jetzt bitter, wenn es jetzt reinfahren würde, sozusagen. Gerade in dem Moment, wo wir in die Box abbiegen. Also, wir machen das, was Hülkenberg macht. Ich glaube, das ist schlauer. Ist das VSC jetzt wirklich vorbei? Ist es jetzt gerade vorbeigegangen? Weil dann breche ich den Boxenstopp hier ab. Ist es gerade vorbeigegangen? Kann mal jemand mit mir reden? Steht auf seinem Lenkrad VSC? Nein, tut es nicht. Wir haben kein VSC mehr. Dann lassen wir das mit dem Boxenstopp gerne auch. Hä? Wie dämlich ist das denn? Hä? Wo ist das VSC auf einmal hin? Wieso gab es dazu keinerlei Meldungen? Boah, jetzt wird da. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Der wird jetzt wieder mit Sergeant zusammen sein, oder? Nee, okay. Hat noch lange genug VSC gereicht, um. Es ist noch VSC. Es ist noch VSC. Aber da oben steht nicht mehr VSC. Ach, willst du mich verarschen? Ach, das ist doch wieder so beschissen. Es ist doch wieder so schlecht, dieses Spiel. Es ist noch VSC, aber ich sehe es nirgends auf meinem Bildschirm, dass noch VSC ist. Das ist so dumm. Ja, ganz ehrlich, scheiß drauf. Gut, super beschissen für Mick. Wäre super schlau gewesen, reinzukommen, glaube ich. Aber, ja, top. Top, nee, klar. Muss ich wissen, ne? Muss ich wissen, dass da noch VSC ist. Junge, 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 dieses Spiel ist echt nicht gut. Ja, es wäre so schlau gewesen. Digga, das fuckt mich so ab. Hätte ich das gewusst. Warum ist es jetzt auf einmal wieder gelb hier außenrum? Bruder, das ist so schlecht. Also ganz ehrlich, da kann man auch echt nichts machen. Auf einmal ist es nicht mehr gelb. Ach, das ist so dumm. Das ist so beschissen dumm. Ja, ich kann kotzen. Es wäre so schlau gewesen, weil dadurch hätte er echt eine Menge noch retten können. So wird das ein absolut beschissenes Rennen hier am Ende für Mick Schumacher werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, Iwasa hat auf jeden Fall noch Chancen, das Ganze zu schaffen. Der Vorsprung ist zwar auf jeden Fall auf beide Fahrer groß, aber frischer Softreifen, das ist schon nicht verkehrt. Schauen wir mal. Hoffnung absolut nicht mehr da. Aber ja, das wurde uns ja auch gerade, zumindest Mick Schumacher wurde es gerade aus der Hand gerissen. Der wird auf jeden Fall gegen Sargent verlieren, das ist gar keine Frage. Vielleicht auch gegen Ocon. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal, weil es geht eh um gar nichts. Wieder einmal. Ja, hat auch recht lang gedauert, dass Sargent vorbeigeht, aber der Reifenvorteil ist natürlich riesig. An die Box zu gehen wäre so schlau gewesen. Danke nochmal an das Spiel, dass man mir das verwehrt hat. Aber nee, muss ich ganz klar wissen, dass er mal VSC ist. Der war ja deutlich auf dem Bildschirm zu erkennen. Nächste gelbe Flagge. Tsunoda hat irgendeinen Unfall gebaut. Was hat er jetzt gemacht? Wirft er auch die Karre weg? Nö, der fährt einfach gegen die Wand, okay? Es ist so geil, Iwasa hängt jetzt die ganze Zeit hinter diesem scheiß Ferrari da. Ja, da vorne rote Flagge. Das wird eine rote Flagge geben. Junge, 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 was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt crasht hier Albon und alle sind raus, oder wie? Ja, Hülkenberg ausgeschieden. Ja, geil. Also, die haben da schon gecrasht. Das ist auch noch ein überrundeter Ferrari, also der eine Runde weiter vorne stehender Ferrari und der crasht da irgendwie mit Albon. Leider hat man es nicht mehr gesehen. Ist aber gut für uns, sage ich, wie es ist. Jetzt haben wir nochmal ein paar Runden, wo wir hier dieses Rennen nochmal ordentlich beenden können. Und das ist wirklich ein Rennen, was ich eigentlich nur noch beendet haben möchte. Also, gebrauchter Softreifen. Ich denke mal bei allen Fahrern. Und das heißt jetzt nochmal die Chance, einiges gut zu machen. Ich will sofort hier alles einstellen können. Zack, zack, zack. Pushen, pushen, pushen. Rein damit, rein damit, rein damit. Drei Runden, alles geben. Voller Fokus, nur auf Geschwindigkeit. Alles andere ist völlig egal. Drei Runden, da ist echt was möglich. Da sind sogar Punkte möglich. Das könnte hier noch eine ganz, ganz verrückte Wendung nehmen. Denn auf drei Runden sind wir nicht schlecht. Auf drei Runden sind wir verdammt nochmal nicht schlecht. Auf geht es. Beide Fahrer hier schon mal ganz gut reingestartet. 12. Platz und 13. Platz, das ist schon mal eine Sache, die auf jeden Fall ordentlich ist. Leclerc ist sogar ausgeschieden, das ist so krank. Einfach wegen so einer Scheiße ausgeschieden. Und Albon, der wahrscheinlich dafür verantwortlich war, ohne dass ich es gesehen habe, der kann weiterfahren, ist jetzt dann aber auch schon hinter uns zurückgefallen. So, geht hier vielleicht was gegen Lance Stroll und dann muss man auch noch Tsunoda überholen. Hamilton mit einem Motorproblem, vielleicht spielt uns das in die Karten.
Tsunoda hatte ja auch irgendeinen Unfall. Ich weiß nicht, ob der davon auch noch irgendwas davongetragen hat, wie eine Strafe oder so. Mit dem Ausrufezeichen da, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt prüfen könnte. Kann ich das irgendwie prüfen? Events? Ja, das ist mir zu kompliziert, ehrlich gesagt. Wir lassen uns überraschen. Einfach in die Punkte fahren, dann brauche ich mir diese Frage nicht zu stellen. Benzin haben wir sowas von en masse. Ich weiß nicht, wie sehr wir den Reifen wirklich pushen können. Aber eigentlich 3 Runden. Das ist eigentlich auch völlig egal, wie sehr man da pusht. So, sehr guter Angriff jetzt von Iwasa. Klappt leider noch nicht gegen Daddy Stroll Racing. Jetzt sind auf der Geraden die nächste Gelegenheit. Ja, solange wir das ERS aktiviert haben, ist es gut. Aber sobald das halt deaktiviert wird, wird es schwieriger. Gucken wir mal. Aber jetzt mit ERS hat er natürlich die Gelegenheit, es zu schaffen. 3 Runden jetzt dann noch. Aber er schafft es nicht. Er schafft es nicht. So wird das nichts mit Punkten. Lücke ist jetzt schon zu groß auf Platz 10, sage ich. Weil eine Sekunde, also Tempo und freier Luft können wir, glaube ich, nicht mitfahren. Also wir brauchen schon jemanden, der uns da reinzieht. Aber jetzt, ja, Stroll verteidigt auch hart. Verteidigt hart, jetzt vielleicht trotzdem innen hineinbremsen. Iwasa holt sich Platz 11, Fragezeichen, Kontergelegenheit für Stroll. Jetzt muss Iwasa es hinbekommen, schnell genug raus zu beschleunigen, sodass Stroll außen für die jetzt dann 3. Kurve ist. Und das schafft er auch sehr, sehr gut. Iwasa auf der 11. Jetzt müssen wir weiter pushen, bis wir im DRS sind von Hamilton. Und dann habe ich echt ein bisschen Hoffnung, dass der Motor von Hamilton aufgibt. Und dann könnten wir hier noch mit einem Punkt nach Hause gehen. Also das wäre verrückt. Ja, aber es wird schwer. Die Batterie ist jetzt schon ordentlich am... Ja, nee, das kracht. Das kracht, glaube ich. Die Batterieleistung wird nicht mehr reichen, um an Hamilton ranzupushen. Wir werden jetzt auf der... Ja, da wird auf der Gerade jetzt durchgereicht werden. Aber man musste es so probieren. Weil wir kennen es zu gut, wie es aussieht, wenn wir ERS rausnehmen. Dann werden wir hier eh durchgereicht, aber... Ja, das werden wir jetzt nicht verhindern können, dass Lance Stroll vorbeiziehen wird. Reifen massiv überhitzt, ja, Bruder, was soll ich machen? Sollte nur 3 Runden noch damit fahren. Beziehungsweise 2 sogar nur noch. Ja, schade. Aber er ist dran an Lewis. Er ist dran an Lewis. Vielleicht geht da doch was. Er muss es nur gegen... Also ich glaube, Lewis ist der machbare Part. Er muss es gegen Stroll irgendwie verteidigt bekommen. Und vielleicht kann Mick von hinten angreifen und Druck machen. Come on, Mick. Nerv du mal hier schön den Stroll. Und die Vasa kümmert sich vorne irgendwie um Hamilton. Das wäre doch mal eine gute Teamarbeit. Ich zeig mir das Duell hier. Ja, okay. Die Vasa ist in den Punkten. Die Vasa ist in den Punkten. Mick, Bruder, du musst dein Ding da hinten machen. Fürs Team. Du musst einen fürs Team nehmen. Und die Vasa stand jetzt in den Punkten. Jungs, ich kann für eure Reifen nichts tun. Ihr müsst das jetzt so durchziehen. Da gibt es keine Widerrede. Einfach fahren, nicht nachdenken. So, wir werden jetzt hier ein bisschen taktieren und komplett versuchen, die Batterie aufzuladen. Und so zumindest uns eine gewisse Chance aufrechterhalten, durchaus es in den Punkten nach Hause zu fahren. Ey, das wäre so krank und das hätten wir so sehr nicht verdient. Hamilton soll gerne überholen, das ist für mich völlig okay. Wenn Hamilton jetzt überholt, ist das okay für mich. Man muss es nur jetzt auch tun. Ah, so ist es eigentlich nicht so okay. Wir haben gar kein ERS. Wir haben 2%, ja. Geil, ERS ist weg. ERS ist weg. Beide ziehen vorbei, beide werden vorbeiziehen. Ich hätte aber schon gedacht, dass er mehr Energie rausholen kann da auf dem kleinen Stück. Auf volle Kanne Rückladung, aber leider nein. Schauen wir mal, vielleicht stehen sich Stroll und Hamilton irgendwie selbst im Weg. Irgendwie muss da jetzt noch was passieren. Okay, erstmal werden beide vorbeigehen, wie es aussieht. Obwohl, die Vase hat eigentlich eine gute Position, um das halten zu können. Come on. Jetzt nochmal Gas geben, jetzt nochmal Gas geben. Hau rein, hau rein, hau rein. Mick soll hinten auch reinhauen. Okay, nice. Das ist schon mal... Ausgangssituation, mit der ich nicht ganz leben kann, denn Stroll ist vorbei. Aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht so gravierend, wie ihr vielleicht denkt.
Denn dann haben wir die Chance auf ein Fotofinish. Dann haben wir die Chance auf ein Fotofinish. Und die Chance werden wir versuchen jetzt zu ergreifen. Er muss im DRS bleiben, das ist ganz wichtig. Aber dann könnte das was werden mit diesem verdammten Punkt. Come on, Iwasa, push dich, push dich. Du musst dranbleiben, Junge, du musst dranbleiben. Weißt du, um was es hier gerade geht? Er verliert es, er verliert es. Ich kann das nicht. Er verliert das. Ach, Digga. Ja, kannst du keinem erzählen, Mick Schumacher verliert auch noch die Position gegen Bottas, das ist doch schon wieder zum Kotzen. Ja, das Rennen hätte es aber auch nicht verdient gehabt, dass wir in den Punkten landen. Das hätte hier heute nicht der erste Punkt sein dürfen. Und der wird's auch nicht, weil Stroll ist eine Sekunde weg, Schumacher verliert krass, selbiges wird es jetzt bei Iwasa sein. Ja, aber wir mussten alles riskieren, wir haben alles riskiert. Ich glaube, das war absolut richtig, wie wir es am Ende gemacht haben. Sainz gewinnt, damit wieder ein bisschen mehr Spannung in der WM. Iwasa kann jetzt hier noch versuchen, Platz 11 zu verteidigen. Könnte er sogar hinbekommen, ist am Ende des Tages aber auch egal, denn für den Platz gibt es leider keine Punkte. 1,7 Sekunden fehlen auf einen Punkterang. Das zehrt schon ein wenig, aber wie gesagt, eigentlich hat es dieses Rennen auch wirklich nicht verdient. Wir brauchen genau so ein Chaosrennen, um irgendwann die Punkte zu schaffen noch in dieser Saison, weil von der reinen Performance, auch wenn wir jetzt an zwei weiteren Upgrades nochmal arbeiten, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Wir akzeptieren das hier heute, wie gesagt, war kein geiles Rennen, hat wenig Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Sainz gewinnt, das ist schön, aber jetzt habe ich auch genug gesehen von Aserbaidschan. Ja, wild, also Carlos Sainz im ersten und im zweiten Qualifying schnellster gewesen, dann im dritten die Pole überhaupt nicht hinbekommen. Am Ende fährt er von Platz 5 auf Platz 1. Ich kann das immer nicht richtig deuten hier, plus 4. Heißt das, man ist Fünfter gestartet oder man ist Vierter gestartet? Keine Ahnung, ist mir auch gar nicht so wichtig. Ja, Iwasa von 11 auf 11, das ist wild. Schumacher, ja, wird am Ende noch 14. von der 15 gestartet. Bottas plus 8 Positionen aufgrund dieses späten Renn-Restarts. 3 Ausfälle, 2 aufgrund der Kollision zwischen Albon und Leclerc. Und dann haben wir noch Guan Yu, der ja, in Kurve 1 einen kleinen Fehler gemacht hat. Max Verstappen verliert 10 Punkte in der Weltmeisterschaft auf Carlos Sainz. Der ist damit gute 60 entfernt. Das könnte auf jeden Fall nochmal eng werden, muss man sagen. Mick Schumacher macht einen Platz gut, nach wie vor keine Punkte da unten, aber überholt Sargent. Das gefällt mir und wir überholen dadurch in der Konstrukteurswertung auch hier punktlos Haas, aber das nehmen wir auch mit. Ansonsten bin ich einfach nur froh, dass es vorbei ist. Nächstes Rennen Singapur. Da bin ich ganz ehrlich, da glaube ich, wird es ein ganz, ganz schwieriges Wochenende für uns werden. Aber das werden wir mal sehen, weil ihr wisst, Motorkühlung ist bei uns ein Riesenproblem. Und Motorkühlung ist so key eigentlich in Singapur aufgrund der enormen Temperaturen dort. Also das wird sehr, sehr schwierig, glaube ich. Wir werden es sehen. Und dann versuche ich jetzt die letzten paar Upgrades, die in dieser Saison noch rankommen. Und ich denke, das werden jetzt der Heckflügel und dann die Seitenkästen sein, auf hohe Geschwindigkeiten zu polen. Denn ich hätte schon gesagt, dass hier die letzten Strecken, abgesehen von Singapur, schon eher Highspeed-Strecken sind. Mexiko, Austin, Sao Paulo. Ja, Sao Paulo nicht unbedingt. Aber Las Vegas auf jeden Fall, Katar, auch dort ist eigentlich diese eine Gerade sehr entscheidend. Also vor allem Mexiko und Las Vegas habe ich da so in Aussicht, dass wir da vielleicht nochmal ganz gut sind. Das werden wir sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Teile rechtzeitig fertig werden für Mexiko. Alles noch Zukunftsmusik. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier trotzdem gefallen. Sehr, sehr knapp. Also die ersten Punkte, sie waren zum Greifen nah. Schade. 1,7 Sekunden haben gefehlt. Aber wie gesagt, ich finde, sie waren heute eigentlich auch überhaupt nicht verdient. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne beim gestrigen Video noch vorbeigucken. Da stelle ich euch 8 Teams für eure Karriere in FC25 vor und erzähle auch, mit welchem Team ich in FC25 hier auf den Kanal reinstarten werde. Also das gerne noch angucken. Ansonsten gerne ein paar Kommentare noch da lassen unter diesem Video. Dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr wieder zum Beginn der letzten Saison der HSV-Karriere. Freue ich mich auch drauf, dass wir da noch eine Saison zu spielen haben, bevor es in FC25 dann reingeht. In 2 Tagen geht es dann weiter hier mit Porsche Racing. Bis dahin, macht es gut und ciao.